Da ist das ein Schlüssel zum... Oh! Magic! Aha! Okay. Verflucht? Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Wir sind schon wieder gefangen. Der Weg ist blockiert. Da komme ich nicht mehr heraus. Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Oh, oh. Okay, okay. Hm, Einsturzstelle. Die Decke ist hier teilweise eingestürzt. Das Grab ist sehr alt. Ja, so von 1200 irgendwas? Möglicherweise? Dunkle Ecke. Da drüben kann ich nichts sehen. Ich bleibe vorläufig noch im Licht. Wir brauchen eine Fackel oder so. Altes Buch. Schwarz kauft man sie. Rot nutzt man sie. Grau wirft man sie fort. Schwarz kauft man sie. Rot nutzt man sie. Grau wirft man sie fort. Das habe ich doch gesagt. Schwarz, rot, grau. Aber was? Hier gibt es mehrere Bücher. Ah, Steinblöcke. Man sieht ihn in der Kälte. Sonst bleibt er meist im Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Ich hätte jetzt Schnee gesagt. Kann ohne ihn existieren. Oder Luft, leicht wie eine Feder. Okay. Oh, Rätsel. Wir gucken uns erstmal alles an. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Okay. Da sind noch so Dinger. Wahrscheinlich. Atem. Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Das Echo. Das Echo? Wenn hier wirklich Steinblock. Da stand doch Atem oder so. Das war auch der erste Hinweis. Rot. Inschrift. Gucken wir uns das erstmal an. Rätseltime. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Die Heiligen Vier. Im Jahre des Herrn 1243. 1243 ist vielleicht auch noch ein Hinweis. Okay. Vier Steinblöcke, vier Hinweise. Das müssen wir lösen. Und ich meine, im Tagebuch stand ja auch was dazu. Atem, das mit dem Gesicht. Das mit dem Gesicht drauf. War das vielleicht das hier? Es sind überall Gesicht. Es sind aber nur drei. Was war das? Sind auch nur drei. Sind auch nur drei. Da muss das Atem sein, oder? Atem. Ach so, geht auch zurück. Atem? A-T-H. Atem? Atem. Mit M, oder? So ein Wort, das schreibst du nicht so oft.
Wahnsinn. Aber passt das denn zu dem? Aber es ist das Einzige, was passt, ne? Atem. 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 Wo ist das M? Da ist kein M bei. Das passt ja auch nicht zu dem. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Ah, Kohle. Das ist ein Hinweis. Kohle. Kohle. Kohle ist das. Kohle und Atem. Okay. Kohle. Würde ich jetzt sagen. K. Ko. Bitte. Kale. Kohle. Es funktioniert. Ah. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Dann ist es doch Atem. Atem. Was anderes. Atem. Ohne TH. I guess. Ach ja, schaui. Ja, ist klar. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Hinweis hier. Oder ein anderer. So, wie war der Hinweis? Der zweite? Man sieht ihn in der Kälte, sonst... Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist im Auge verborgen. Das ist der Atem. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Ohne den Atem, ja, das ergibt dann Sinn, alles klar. Das zweite ist der Atem. Ah. Oh Gott, ey. Vielleicht hier auch als Hinweis, dass... Diese Risse da passen wahrscheinlich. Atem. 2 von 4, Leute. 2 von 4. 2 Rätsel haben wir noch vor uns. Mal sehen. Aber es hat ja alles irgendwie mit Schmieden zu tun, oder? Ah. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Die Dunkelheit. Licht. Schatten, Finsternis. Das muss ein kurzes sein. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Schatten, Dunkelheit. Dunkelheit, Schatten. Anderes Wort dafür. Je mehr man wegnimmt, je mehr Licht man wegnimmt, desto größer wird es. Schwarz, Dunkelheit, Schatten, Finsternis. Anderes Wort dafür. Anderes Wort dafür. Mit 4 Buchstaben. Nacht. Ich habe keine Ahnung. Man kann es sehen. Echo. Das muss Echo sein. Das muss das Echo sein. Echo. Das passt auch von den Buchstaben. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Haben wir ein Echo? Oh, ha? Echo. Okay, das letzte. Licht. Wenn man es wegnimmt. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Je mehr man wegnimmt. Ein Loch.
Loch. Ein Loch wird immer größer, je mehr man wegnimmt. Loch? Wirklich ein Loch? Passt zumindest. Ah, okay. Loch. Passwort? Loch. Okay. Nice. Und jetzt? Ah. Wir haben das geheime Grab von Marcus Gordon persönlich. Persönlich. Na, dann öffne mal den Steinsarg. Es ist zu schwer. Ich brauche ein Werkzeug. Okay. Wie sieht er aus? Marcus. Der erste Gordon. Du hast ein Buch. Das muss ich bestimmt nehmen. Okay. Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten. Den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von 5 Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab 4 Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den 5. Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die 5 Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Okay, ob das so eine gute Idee ist? Er hat ja gesagt, soll man eher nicht machen. Ah, Schlüssel. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb.
der erste von den fünf. Okay. Nice. Schöne Geschichte. Können wir sonst noch was mitnehmen? Scheinbar nicht. Jetzt müssen wir nur noch da rauskommen wieder, ne? Also Steinsarg. Okay, da können wir nur gucken. Also, wir müssen wieder hier rauskommen. Wir müssen wieder hier raus. Vielleicht Rechtsklick? Vielleicht gibt es noch irgendwo... Okay. Da kommen wir wohl nicht so leicht raus. Das können wir auch nicht mehr mitnehmen. Oh, da. Ach so, ist nur das Buch. Okay. Komisch, warum können wir die Bücher noch lesen, aber die... Es muss noch was im Sarg sein, oder? Oder noch was im Buch? Oder was im Schlüssel? Der Schlüssel, den ich in Markes Grab gefunden habe. Okay. Von den Schlüsseln stand ja auch hier was in Williams Tagebuch. Marcus Gordon Chronik. Oh, warte mal. Sind nur zwei Seiten. War hier nicht noch eine dunkle Ecke, wo wir hin konnten? Doch gesagt, ich bleibe erstmal im Licht. Okay, da muss es noch irgendwas im Sarg geben. Dann habe ich noch irgendwas übersehen, hä? Ein Knopf oder so? Irgendwas Geheimes? Scheinbar nicht. Vielleicht mit dieser Kugel? Oder ins Auge einsetzen. Okay, die Kugel ist nicht die Lösung. Können wir denn sonst noch irgendwas an diesen Buchständern machen? Man kann es nicht sehen. Ja, komm. Ich kann immer noch die Buchständer lesen. Aber mehr nicht. Rechtsklick Steinsarg? Nein. Rechtsklick Buchständer? Nein. Hier was rausholen? Nein. Da? Nein. Hier? Nein. Dunkle Ecke? Auch nicht. Oh, hier. Kerzenhalter. Hier ist noch was. Ich sehe nichts von Interesse. Ich sehe nichts von Interesse. Oh. Doch. Oh. Eine Ratte. Folge der Ratte. Sie kennt den Ausgang. Hm. Wo ist sie hin? Verdächtige Stelle. Tod. Das ist echt so wie in Monkey Island, ey. Oh, wir sind eingebrochen. Weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Okay. Okay. Was ist das? Hier war was? Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Eine Art Mechanismus mit drei Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Vielleicht erstmal hier drehen? Okay, was haben wir noch hier? Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Okay. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Okay.
Muss ich jetzt wirklich ausprobieren? Vielleicht alle in der Mitte? Was steht denn da? Vielleicht haben wir irgendwo einen Hinweis. Wäre schön, wenn wir irgendwo einen Hinweis hätten. Okay, vielleicht finden wir einen Hinweis. Jetzt sag nicht, ich muss das wirklich ausprobieren. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oder haben wir was im Tagebuch? Wo? Wo? Das ist alles weg. Mein Inventar ist halb leer. Gibt's hier irgendwie eine Bemalung oder so? Okay. Wie probieren wir am besten aus? Erst in der Stellung. Komm schon. Das muss doch irgendwo einen Hinweis geben, oder? Gibt es hier irgendeinen Hinweis oder bin ich blind? Also der ist irgendwie schwarz, der ist grau, der ist... Nochmal zurück, vielleicht muss ich ja erst irgendwie was aufdrehen. Ah. Es klemmt. Es bewegt sich kein Stück. Ach, okay, Gaszufuhr wahrscheinlich erst öffnen. Ach Mann. Hatte ich das schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, der muss unten sein. Weil hier auch irgendwie so ein Ölfleck ist. Und der so? Dann müssen wir noch was anstellen? Warte mal. Mechanismus. Ventil. Es klemmt. Mechanismus. Das Ventil haben wir aufgedreht. Also jetzt geht es eigentlich nur noch um die Kombination, hä? Oh, was ist denn hier? Sehen wir da was? Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Ich sehe nichts, aber der Zaun lässt sich bewegen.
Ja, dann beweg ihn mal. Ein Stromkabel. Okay, Rechtsklick. Ein Stromkabel. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Soundkabel. Ein Stromkabel. Okay, das geht irgendwie in die Richtung. Stromkabel. Wahrscheinlich müssen wir doch jetzt irgendwie den Strom anstellen. Aber was für einen Hinweis gibt es denn? Was für einen Hinweis haben wir denn? Wie stand es denn so irgendwie, ne? S73. Habe ich schon alle oben versucht? Habe ich schon alle unten versucht? Wahrscheinlich habe ich schon einiges doppelt versucht, ja? Das Gefühl, ich muss noch irgendwas anderes machen. Ich habe das Gefühl, ich muss noch was anderes machen. Aber wo gibt es den Hinweis? Stromkabel, Zaunkabel. Das ist alles, was wir hier haben. Und das Ventil klemmt. Es bewegt sich kein Stück. Okay. Ausgezeichnet. Oh. Mit Licht geht alles leichter. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Ah. Ach, deswegen hatte ich die verloren. Ah. Das macht natürlich das Rätsel etwas leichter. Die meisten. Brieftasche. Schachfigur. Pillen. Schwarze Kugel. Tagebuch. Schlüssel. Die Kamera ist kaputt. Nein! Haben wir sie jetzt trotzdem mitgenommen? Okay, oh. Da müssen wir aufpassen, ne? Nicht anfassen! Nicht anfassen! Ja. Kein Safe Game. Oh, wir können sterben. Wie geil ist das denn? Oh nein, wir haben kein Safe Game. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Die ganze Aufnahme umsonst. Nein, nicht ganz umsonst. Okay, ich muss alles nachspielen. Alles klar, Leute. Oh Gott. Manuelle Safe Games, Leute. Manuelle Safe Games. Super, super. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte es mir nur angucken. Weißt du, Linksklick ist ja normalerweise immer angucken und Rechtsklick ist benutzen. Ich habe Linksklick gemacht. Ich dachte, ja, kann ich das mal angucken? Nein, er fasst es an, der Vollidiot, und stirbt direkt. Okay, jetzt, ich muss alles nochmal machen. Das mache ich natürlich offscreen. Und ich hoffe, ich kann die Kombination noch. Scheiße. Naja, ich hoffe jedenfalls, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich werde jetzt noch ein bisschen alles nachspielen, dann ein Safe Game anlegen, ja? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.